Ja, einen schönen guten Tag bei Mr. Mobile Blog. Wir haben ein neues Produkt und zwar das Wireless Music and Calls und das Smart Series von Jabra. Geschickt hat mir das Mobile Fun. Jetzt schon das dritte Produkt, finde ich super von den Jungs. Ich muss auch dazu sagen, sind ein paar Hamburger. Ich bin Hamburger. Vielleicht ist ein gewisser Lokalpatriotismus, der da mitspielt. Okay, nichtsdestotrotz, ich nehme natürlich auch gerne andere Produkte und stelle dir hier vor. Wir arbeiten ja gerade daran. Wir ist gut. Ich bin alleine mit der ganzen Geschichte. Trotzdem sage ich einfach gerne, wir arbeiten daran, diesen Kanal nach vorne zu bringen. Und ich schreibe natürlich ein paar Leute an. Ich fände es super von euch, wenn ihr mich edit, mich ein bisschen hinzufügt und vielleicht sogar Spaß dran habt, wie ich euch das Ganze hier so zeigen möchte. Ansonsten bekommt ihr auch jetzt morgen oder übermorgen nochmal so ein Bild von mir. Ja, damit ihr wisst, wer mit euch immer spricht. Ansonsten bei den Produkten hat das nichts zu suchen, deswegen widme ich mich jetzt auch wieder voll und ganz dieser Wireless LAN-Geschichte hier. Ein super Gerät, rein optisch zumindest schon mal, in Form einer Hundemarke mit halt sechs Funktionen drauf: Start, Stopp, Vorskip, Zurückskip, laut, leise und Anrufannahme. Man hängt das, sieht man hier glaube ich auch, man hängt sich das so ein bisschen um, ja, wie die klassische Hundemarke der Soldaten. Ansonsten, ja. Erstmal sage ich mal nichts wirklich Wichtiges. Packen wir das Ganze mal aus. Was finden wir da drin? Okay. Hier als erstes hier hinten eine kleine CD mit dem User Manual, mit der Gebrauchsanweisung. Das Ganze auch nochmal hier in Form von so einer schriftlichen Anwendung mit dem Quick Start Guide, wie es hier drauf steht. Ich packe das mal weiter aus. Dann haben wir hier noch. Ja, so eine kleine Halterung, um das halt in der Metallkette nochmal anders zu befestigen mit einer Öse. Und zwei Nupsis, so Gumminupsis, die hier vorne auf die Ohrstöpsel kommen. Hier haben wir noch einen Netzstecker in Form von einem Mini-USB. Okay. Und natürlich das eigentliche Gerät. Ich schiebe jetzt die Sache mal so ein bisschen aus dem Bild, damit man den Blick auf das Wesentliche hat. Okay, ich nehme das mal raus. Hier die Kopfhörer und hier der wohl wichtigste Teil, da wo die ganze Technik drin sitzt. Finde ich super, finde ich klein, macht nicht irgendwie den Anschein, als wenn da was kaputt gehen könnte. Okay, das Kabel gelöst kurz. Hier an der Seite, wie man das schon kennt, zack, ist dieser Eingang. Jetzt muss ich mal schauen. Ich nehme mal mein iPhone wieder dazu, starte mal mein Bluetooth-Guide und ich kann es euch nicht sagen, ob es tatsächlich funktionieren wird. Wir können mal gucken, was dabei rauskommt. Bluetooth an. Und jetzt muss ich das Ganze hier wahrscheinlich auch irgendwie starten. Ich halte mal. Jawohl. Okay. Ah ja, guck hier. Hier unten steht Jabra. Verbunden. Gucken wir mal. Ja. Dann müsste ja jetzt theoretisch, wenn ich hier Musik anmache, müsste das ja hierüber zu hören sein. Drück mal auf Play. Absolut. Absolut, es funktioniert. Das funktioniert super. Moment, Boxer. Kann man vielleicht hören? Das kommt. Ja, halt's mal an die Kamera ganz dicht. Und aus. Ja, das ist ja schon mal sehr geil. Okay, jetzt müsste man mich theoretisch nur noch mal eben anrufen. Dann. Jetzt müsste man mich theoretisch nur noch mal eben anrufen. Das mache ich mal mit meinem Festnetzanschluss. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze soweit auch noch funktioniert. Ihr hört es nicht, aber ihr seht es.
Guckt auf mein Telefon. Jawohl. Hallihallo. Einen schönen guten Tag. Ja, geil. Also ich höre mich selber. Ich bin schwerst begeistert. Und wenn ich jetzt hier auflege, dann... Zack. Ja, Gespräch ist weg. Supergeil. Ich bin jetzt ein bisschen... Moment. Das höre ich mir nochmal von vorne an und dann mache ich das ganze Gerät mal lauter. Play. Hier unten sieht man es auch, eingeblendet, Jabra BT 3030. Mal gerade so ein Track von meinem Hamburger Homie Jan Delay hier. Ein bisschen nach vorne spulen, wo der Bass ist. Alter. Okay, das reicht mir eigentlich schon. Ganz im Ernst, mein lieber Scholli, das ist laut. Und das Gerät hat einen Bass bis zum geht nicht mehr. Ich kann euch nur sagen, Jabra BT 3030, das Geld ist es wert. Achso, hier unten ist noch der kleine USB-Anschluss. Hammer. Macht es nicht zu laut. Bitte seid vorsichtig mit euren Ohren, so viel sei noch gesagt. Vielen Dank an Mobile Fun, ich muss es so sagen. Und ich gucke mal, ob ich das Ding behalten darf. Weil, ganz ehrlich, das Ding im Sommer beim Sport, da hätte ich mal derbe Bock drauf. Bis dahin sage ich einen schönen Freitag noch, einen guten Start ins Wochenende. Der klassische Hang Loose. Und bis bald. Tschüss.